Es ist ein Jungtier, noch nicht mal ein Jahr alt, das hier zunächst auf dem Rasen direkt am Haus grast. Doch das reicht offenbar nicht als Nervenkitzel. Ein neues Abenteuer muss her. Rauf mit den rutschigen Hufen auf die gefliesste Terrasse Richtung Terrassentür. Das Reh scheint vor Neugier zu platzen, was hinter der Scheibe ist. Oder sieht es in der Spiegelung der Tür einen vermeintlichen Artgenossen? Vielleicht guckt es aber auch voller Verwunderung mich an. Hier habe ich gestanden, hinter der Scheibe, keine 2 Meter von dem Reh da draußen entfernt, mich möglichst nicht bewegt und die Kamera ganz ruhig gehalten und mich gefragt, wie weit geht es im wahrsten Sinne des Wortes. Das Reh wagt sich immer noch weiter vor. Kann ich das riskieren, scheint es zu denken, und stößt dann mit leisem Plong mit dem Schnäuzchen gegen die Scheibe. Ist aber auch kein Grund zur Panik. Im Gegenteil, ganz langsam und gemächlich tritt es den Rückzug an. Ich bleibe weiter hinter der Scheibe, will es nicht erschrecken. Etwas später noch macht es sich das Geschwisterreh auf der Nachbarwiese gemütlich. Beide und die dazugehörige Ricke sind übrigens vollkommen wild, kommen nur alle paar Wochen mal vorbei.